Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Shenmue 3 in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Shenmue 3, das Ganze aus dem November 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl! Wir haben hier die Collector's Edition zu dem Spiel Shenmue 3. So sieht das aus für die PlayStation 4 in diesem Fall. Das Ganze ist freigegeben ab 12 Jahren, wie wir hier sehen. So sieht das aus, das Cover. Dann haben wir hier unten noch Logos. Auf der rechten Seite lesen wir Shenmue 3 Collector's Edition. Das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Und auf der Rückseite kriegen wir so ein bisschen einen Eindruck davon, was uns hier erwartet. So, was lesen wir hier? Das Abenteuer geht weiter. Begib dich tief ins ländliche China und schlüpfe in die Rolle von Ryo Hasuki, einem japanischen Teenager, der alles aufs Spiel setzt, um den Tod seines Vaters zu rächen. Ein Abenteuer voller Rätsel, großer Freundschaften, kunstvoller Kämpfe und schließlich Rache. So, dann haben wir hier die einzelnen Fotos, die einzelnen Screenshots, was hier so in dem Spiel auf uns zukommt. Und wir haben hier auch noch die Info zu der Collector's Edition. Die Collector's Edition enthält das Spiel, Sticker, Spiegel, Artefakt, Aufnäher und eine Lichtbox. Okay. Gut. Das haben wir hier alles dabei. Technische Details, Barcode. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier ein Pappschuber, den wir hier abziehen können. Und die Box an sich kommt dann hier im Querformat, bisschen wie so eine Truhe. So, und zwar kommt das Ganze hier in Rot und Gold. Wir haben hier links und rechts diese Symbole. Dann in der Mitte der goldene Schriftzug, der glänzt, Shenmue 3. Dann rundherum auch diese rot-goldene Ornamentoptik, diese Zierleiste. Und unten ist das Ganze noch etwas dunkler, also in dunkelrot gehalten. So, das Ganze geht hier oben auf und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal natürlich das Spiel an sich. Dann haben wir hier eine Schicht aus Kunststoff, die die Inhalte hier so ein bisschen in Form und auf ihren Platz hält. So, einmal hier, ich glaube, das sogenannte Spiegelartefakt. Dann eine kleine Packung hier, so eine kleine Folie mit Patches. Ein Stickerbogen und diese sogenannte Lichtbox. So, ansonsten hier nichts weiter drin. Das Ganze hier so in Schwarz, in so einer Art, ja, sieht fast aus wie so Samt, in so einer Samtoptik gehalten. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir natürlich mal mit dem Spiel an sich. Das ist dieses hier. So sieht das aus. Es ist die Day One Edition. Also wir haben ja auch nochmal zusätzliche Inhalte mit dabei. Auf der Seite Shenmue 3. Und hier hinten wieder die Infos, die wir auch schon auf der Box auf dem Schuber hatten. Plus, was ich vorher nicht vorgelesen hatte, hier lesen wir es. Die Day One Edition enthält 3x Schlangenkraft, 25 Gutscheine für Kapselspielzeug, 5000 Spielsteine, Anleitung für fortgeschrittene Technik, Glutkick. Okay. So, dann schauen wir ins Innenleben. So sieht das aus. Wir haben hier das Spiel und auf der linken Seite einen Downloadcode. So, hier nochmal im Detail beschrieben, was wir hier mit diesem Code bekommen. Packen wir wieder rein. Und das ist dann das Spiel, also die Spiele-Disc. Die sieht so aus. Okay. Gut, als nächstes haben wir einen Stickerbogen. Wir haben hier diverse Motive, also 2, 4, 6, 7, 9, wenn ich es richtig sehe. 9 verschiedene Motive, sowohl Schriften als auch hier entsprechende Grafiken. Dann das Teil hier, dieses Artefakt. Auf der einen Seite haben wir hier den
Vogel. Es dürfte wohl ein Phönix sein, wenn ich das richtig deute. Und auf der Rückseite den Drachen. Kommt hier in so einem dunklen Grün. Und ist, wie gesagt, beidseitig gestaltet. So, Patches sind auch mit dabei. Die kommen hier in dieser Folie. Und zwar haben wir hier insgesamt 5 Stück. Einmal diesen hier. Diese rechteckige Patch in Streifenoptik. Dann einmal diesen Tiger hier. Dann einmal der Schriftzug hier in Gold und Schwarz im Querformat. Dann hier das, was wir schon vom Artefakt kennen. Einmal der Drache und einmal der Phönix. Kreisförmig. Und dann hier noch dieses Wappen. Ja, das ist so eine Raute, so karoförmig, mehr oder weniger. Also, 5 Patches, allesamt in meinen Augen sehr hochwertig verarbeitet. Also da hängt nichts weg oder ist irgendwie ein sichtbarer Fehler. Die sind alle gut gemacht. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch hier diese Box, diesen Kasten. So sieht das aus hier unten. Hier haben wir eine Landschaft und auch wieder den Schriftzug Shenmue 3. Sieht aus wie so ein asiatisches Fenster oder hier dann so eine entsprechende, ja, Veranda. Und auf der Rückseite, hier sehen wir es, haben wir ein Batteriefach, das allerdings mit einem Schraubenzieher geöffnet werden muss. Ja, schauen wir gleich mal, ob wir das hier hinbekommen. So, nein, das war noch nicht genug. Kurz weiter drehen. So. Es will nicht aufgehen. Aber jetzt packen wir mal zur Seite. Und dann haben wir hier in diesem Batteriefach 3 Steckplätze. Also 3 Batterien müssen hier rein. Werden dann so durchgeschoben, einmal, zweimal, dreimal. Die waren übrigens hier nicht im Lieferumfang mit dabei, also die habe ich jetzt selber beigesteuert. So, dann machen wir wieder zu. Und wenn wir das dann umdrehen, dann können wir hier natürlich noch den Schalter betätigen. Und so sieht das dann aus. Ja, also speziell, wenn man jetzt hier verdunkeln würde und die Lichter hier abdrehen würde im Raum, dann würde das natürlich noch heftig aussehen. Alles sieht nach einer Kampfszene aus, als wären diese beiden Herrschaften hier gerade am Kämpfen. Den hat es scheinbar gerade erwischt und der hat gerade ausgeteilt. So, dann mit dem Kippschalter wieder ausschalten. Dann können wir auch gleich wieder die Batterien rausnehmen. So, und dann werden wir das Ganze auch gleich wieder ordnungsgemäß verschrauben. Hier das Ding auch nicht mehr so klappert und irgendwie sich löst, sondern hier wieder richtig fest ist. So, ich denke, ja, die Schraube ist jetzt angezogen. Wunderbar. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieses eben gezeigte Lichtfenster hier, dieser beleuchtbare Kasten. Dann haben wir die 5 Patches. Lege ich hier mal auf. 5 Stück an der Zahl in unterschiedlichen Farben und Größen und Formen. Dann hier dieses doppelseitige Siegel. Den Stickerbogen mit den 9 Motiven. Und natürlich das Spiel inklusive der Bonusinhalte zum Download. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Shenmue 3. Machen wir gleich wieder den Schuber drauf. So. In dieser wunderbaren Box.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Shenmue 3 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.